Hey Leute, was geht? Heute wird spannend in Strange Seed. Wir entwickeln unseren Blob weiter, snacken Salamander und checken, was die nächste Mutation bringt. Wird es mich stärker machen oder komplett verändern? Bleibt dran! Denkt dran, täglich 13 Uhr, ein Gaming-Video, let's go! Dann würde ich sagen, drücken wir einfach mal auf New Game. Guckt euch mal das Blob hier an. Das ist schon putzig, wie so eine Kirsche, die an einem Baum hängt oder so. Wir gehen in Save 1 rein und gucken einfach, was das Spiel kann. Ist eine Demo-Version. Ohne große Vorerklärung, ich kann hier rumlaufen, okay. Okay, mit Linksklick kann ich Sachen angreifen, das machen wir einfach mal. Wir greifen den da an. Pam, lecker. Und nochmal, pam. Ja, der hat ordentlich geschmeckt und jetzt muss ich wie bei Slither sozusagen essen. Das hat mir Health gegeben und Biomasse. Das sehen wir oben rechts in der Ecke, diese DNA-Dinger, ja. Cool. Und wenn ich Q drücke, kann ich auch angreifen. Also entweder Linksklick oder Q drücken ist Angriff. Ja, ihr seht hier, oh, warte. Da habt ihr es durchblitzen sehen? Da ist ein Button, dass man Q drücken kann. Wir laufen einmal hier durch die Gegend und ich würde sagen, wir attacken die hier alle weiter. Oh, ja, hat gut geklappt, ne? Komm, 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 renn nicht vor mir weg. Ich krieg dich. So, pam, und nochmal. Pam, nice. Also, ich bin hier sozusagen der Überflieger. Mit F kann ich essen. Und wichtig ist es, ich bin mir nicht sicher, ob es noch irgendwo erklärt wird. Oh, was ist das für eine Blume? Wow. Die haben wir mitgenommen. Die gibt mir auch, oh, wow, 5 Health. Die hätte ich vielleicht snacken sollen, als ich, wenn ich Health verliere. Da, guck mal! Ein Salamander! Oh mein Gott, der hat mir abgezogen. 10 Herzen. Oh Gott, schon wieder. Oh, aber ich habe ihn jetzt gefressen. Und der gibt mir hier Salamanderfleisch. Und Salamanderfüße. Cool. Okay, ich brauche Essen. Ich muss den da, muss ich den attacken? Oder, ah, mit dem kann man sprechen. Wow, these rocks are blocking me. Ich wünschte, ich hätte Füße wie ein Salamander. Okay, gut, das ist wieder selbsterklärend. Wir müssen uns evolutionieren. Wir müssen digitieren. Wie bei Pokémon oder so. Wir brauchen die Salamanderfüße an unserem Blob hier. Zuerst hole ich mir hier das da. Weil jetzt bringt mir das tatsächlich was, wenn ich die Blume hier konsumiere. Nämlich wieder Gesundheit. Und was sprichst du so? Hallöchen. Hallo, back off. You can open this flower over my dead body. Then die. Ja, let's go. Wir greifen dich an. Bam. Und, aua, aua. Oh, jetzt bin ich low. Okay. Was ist das für ein Ding? Pick up. Was habe ich jetzt bekommen? Biomasse. Okay, okay, okay. In den Blumen befindet sich noch mehr Biomasse. Alright, kann ich sprinten? Ja, ich kann sprinten. Sehr schön. Das ist ein lustiges kleines Game, muss ich sagen. Da oben ist unsere Ausdauer. Und hier nochmal unsere Gesundheit nach oben machen. Was ist das da hinten? Guck mal, da guckt irgendwas aus dem Wasser raus. Wasser? Hallo? Hallo, wer bist du? Willst du mich angreifen? Moin? Ne, wir talken miteinander. Eine Geoduck. Was ist eine Geoduck? Also eine Ente, denke ich mal. Good luck, pick me. Your neck is too short. Oh, okay, was? Warte mal. Your neck is too short. Ich glaube, ich brauche... Kann ich die angreifen? Geht das? Nein, ich kann die nicht angreifen. Schade. Aber die auf der anderen Seite. Da hinten ist noch eine. Vielleicht kann ich die angreifen. Interessant. Okay. Ich bin gespannt, wann wir zu dieser Mechanik kommen. Oh. Oh. Mit dem Weiterentwickeln. Oh, ich ertrinke. Oh, alles klar. Ich will da hinten noch die kurz umnieten. Was sagst du hier? My brother followed this path and disappeared near waterfall. Okay, dein Bruder chillt wahrscheinlich hier. Da, oh, da ist die Geoduck. Die schießt mit Wasser nach mir. Ey, es ist Aquaknarre. Ohne Witz. Au! What? Ich bin tot? Was? No way, Alter. Wir laufen da jetzt, wir rennen da nochmal durch. Jetzt habe ich ja wieder volles Leben. Was? Das ging ein bisschen zu schnell. Den Salamander, ah ne, den attack ich kurz. Aua. Nein, 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 nein. Man muss immer in die Richtung, ich bin wieder tot! Man muss in die Richtung gucken von den Mobs. Ach, scheiße, Mann.
Ja, es ist alles kein Problem. Es ist einfach, das Game. Komm, wir kriegen das hin. Einmal hier rumhoppeln. So. Ziel ist es, die Salamanderbeine zu bekommen. So, jetzt sprint mal an dem Salamander hier vorbei. Gut, springen ist so. Ich muss weitermachen. Ich muss da hinten diese Geoduck attacken. Da, einmal rum. Dann nochmal eine Runde Sprinti. Oh, guck mal, hier ist nochmal ein Salamander. So, und nein. Attack ihn, komm. Jawohl. Oh, geil, der hat mir hier nochmal Essen gegeben. Nice. Was ist mit dem hier? Attack, los, Pink Slime. Geil, okay. Gib mir nochmal Essen. Bitte, ich brauche das Essen. Und ich brauche die Biomasse hier nochmal. Gut. Soll ich jetzt... Ah, nee, lassen wir mal. Ich muss die um die Ecke da hinten. Die muss ich umnieten. Oder muss ich mich zuerst weiterentwickeln? Das weiß ich gerade, ne? Hier, guck mal. Was ist, wenn ich den hier auf mich locke? Komm mal. Komm. Diese Geoduck attackt mich. Und jetzt machen wir einmal... Ah, ich bin ausgewichen, Mann! Au! Lauf. Das ist ja jetzt wieder unglaublich, Mann. Lauf. Wow! So, hier. Pick up! Gut, ich hab mich hochgeheilt. Ey! Der hat einen Skorpionstachel! Hilfe! Okay. Ich muss den attacken, aber. Sonst bin ich gar... Jawohl, genau. Wenn das so ist, mache ich den hier. Hüpf weg! Jawohl. Gut, man muss ausweichen. Jawohl, ich habe ihn besiegt. Nice! Oh! Der war stark, Alter. Und jetzt habe ich hier Biomasse wieder gekriegt und ein bisschen Health. Jetzt versuche ich es mal gegen diese Geoduck da hinten. Die sollte eigentlich kein Problem sein, weil die hat nur Fernkampf, wenn ich das richtig gesehen habe. Guck mal. Nur Fernkampf. Und jetzt Attack. Bam. Hüpf daneben. Oh. Zwei Herzen. Lauf. Das hat gerade keinen Sinn. Oh. Ist da hinten irgendwas Cooles drin? Ich brauche Leben. Hilfe. Ich finde es aber ein süßes kleines Game, muss ich sagen, an der Stelle. Komm. Ist da oben vielleicht... Oh, da drin ist ein Secret. Geh mal rein da. Ja! Habe ich mich jetzt hochge... Nein. Ich habe einen Scale Point bekommen. Wow. Was kann ich mit einem Scale Point machen? Er versteckt sich von seinem Bruder. Ey, komm. Wir müssen uns jetzt weiterentwickeln. Das ist Sinn des Spiels. Ich kann mit so niedriger Health jetzt nicht weiter fighten. Das geht nicht, komm. Wir müssen unseren pinken kleinen Dulli hier weiterentwickeln. Oh, komm, hier, das da, dieses Nest. Wenn ich jetzt hier hingehe, Nest claimed und nun... geil, mein Health ist hochgegangen. New Part, wenn ich I drücke, kann ich jetzt eben mein Ding hier, erweitern. Und ich kann jetzt hier verschiedene Sachen eben. Ich habe da so verschiedene, ne? Hier ist mein Blob-Torso. Ich habe keinen Schwanz, ich habe davon nichts. Ich habe die Füße vom Salamander. Und jetzt hat der... Oh mein Gott, Alter. Was haben wir noch hier? Den Mund vom Salamander. Oh mein Gott! Attack by... Halleluja. Muss ich das jetzt irgendwie... Was? Part Scale? Jetzt habe ich es noch größer gemacht. Und wenn ich jetzt so drücke, kann ich weitermachen. Cool, guck mal, so sieht mein Ding jetzt aus. Und jetzt greife ich damit die Dings hier an. Guck mal, und zwar so. Ich bin jetzt viel schneller unterwegs. Kacke. So, komm. Jawohl, hab's erledigt, diese Geoduck. Nice. Huiuiui. Und ich kann jetzt, kann ich höher springen? Irgendwie nicht. Ich dachte, ich kann damit jetzt höher springen. Gut, aber wir haben auf jeden Fall ein paar mehr DNA-Punkte bekommen. Jetzt gucken wir mal, wo wir hier überhaupt hinkommen. Mein kleiner Slime sieht jetzt aus wie so ein Salamander mit einem... Oh mein Gott, das sieht schon wild aus. Okay. Hier ist eine Sackgasse. Wow. Gut. Okay. Dürfen nicht vergessen, es ist eine Demo. Die Vollversion ist schon draußen. Aber ja. So, jetzt kann ich vielleicht nochmal mit dem reden hier. Geht's nochmal? Nee. Kann ich den attacken? Oh! Das, war eigentlich derjenige, der Verstecken gespielt hat mit seinem Bruder. Na? Tut mir leid an der Stelle. Check noch nicht ganz.
Der hier sucht seinen Bruder, oder? You found my brother? Ja, ich habe ihn gefunden. Und ich habe ihn gefressen. Tut mir leid an der Stelle. Wir gehen mal hier weiter. Okay, muss ich dem jetzt eigentlich folgen oder so? Wir laufen einfach mal hier entlang. Da oben gibt es wieder so Scale Points. Wer bist du? Ey. Los. Die schmecken. Ey, die sind One-Hit mittlerweile. Cool. Bin gespannt, auf was ich das hier noch so entwickeln kann. Mein Mob hier. Da. Warte mal, kann ich hier hochhüpfen? Nega. Diese Fähigkeit mit dem Springen, die hat der Salamander doch eigentlich, laut der Erklärung. Naja, wurscht. Gehen wir mal weiter. Oh, da ist ein neues Viech. Oh, guck mal, okay, pass auf. Es will der mich attacken? Der hier will mich auf jeden Fall attacken. Jawohl. Oh, der ist sofort down. Jetzt haben wir hier so ein Beetle. Wow, der macht einen krassen Angriff. Aber den mache ich auch. Oh Gott, nee, der ist stark. Der ist stark, der Beetle hier. Bräuchte da theoretisch eine Fernkampfattacke. So, und jetzt. Nein! Oh! Der ist stark, dieser Käfer. Ich will dem seine Attacke haben. New parts available. Guck mal, jetzt können wir bestimmt was Neues hier machen. Und zwar ein Geoduck-Nacken. Oh mein Gott, sieht meine Kreatur jetzt scheiße aus, Alter. Guckt euch das mal an. Oh mein Gott, Alter. Wir haben Geoduck Neck, wir haben den Salamander Tail noch. Oh mein Gott, holy. Oh mein Gott, ey. Was ist das hier nochmal? Blob Legs, wir haben das da. Okay, das sind. Oh mein Gott, meine Kreatur sieht jetzt so aus. Ich habe dafür keine Worte, aber ich glaube, ich bin jetzt irgendwie krasser unterwegs, kann es sein? Kann ich höher springen oder so? Nee. Oh, ich will dich angreifen, komm. Los! Kennt jemand von euch noch Spore? Das Spiel Spore? Daran erinnert mich das tatsächlich ein bisschen. So, Angriff. Komm. Hä? Greif den doch an. Nice. Okay, und heil hoch. Habe ich irgendein neues Teil gekriegt? Nee, nur ein bisschen Biomasse dazu. Okay. Okay. Eine Fernkampfattacke habe ich auch nicht bekommen. Schade eigentlich. Guck mal, ich will diesen Käfer eigentlich haben. Machen wir mal den hier. Bam, der ist down. Jawohl, jetzt habe ich ihn angegriffen. Wow, da muss man schnell ausweichen. Lauf. Oh, gut, wenn ich so mache, dann kriege ich den. Wow, und jetzt. Ja, und jetzt noch einmal hinten. Oh, okay, ich bin low. Ich brauche da hinten dieses Teil. So, lauf. Jawohl, jetzt ist er da. Ja, ich habe ihn erledigt. Den Käfer. Sehr schön. Und jetzt bekomme ich doch safe Beetlehead DNA. Oh mein Gott, Alter. Also man sammelt hier DNA-Punkte und entwickelt seine Kreatur sozusagen weiter. Und dieses Spielprinzip finde ich geil, muss ich sagen. Sind jetzt hier neue Mobs gespawnt? Ich will eigentlich gerne nochmal zurück zu meinem Nest. Ich will nochmal, wie soll ich sagen, diese Beetle-Sachen da ausprobieren. Ich glaube, ich muss viel mehr von denen töten, damit ich vielleicht Flügel oder so bekomme. Gehen wir hier hin. So, die ganzen Mobs, die spawnen, ne? So, guck mal, Head. Hier bekomme ich den Beetle Head. Das macht 14. Wow, das macht 11 Attack Damage und mit dem hier hätte ich 14. Geil. Oh mein Gott, sehe ich scheiße aus, Alter. Guckt euch das an. Junge, 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 Junge. Was ist das, Alter? Kannst du dir gar nicht ausdenken, ey. Oh mein Gott, ey. So, komm. Oh, oh. Drowning. Aber nicht so wild. So, und Attack. Bam. Nochmal, komm. Ich würde irgendwas gerne für Verteidigung nehmen. Upsi. Upsi, upsi, upsi. Und dann sind wir hier. Ey. Kennt jemand von euch Spore? Ich hab damals ein Let's Play dazu gemacht. Das Spiel hat mir übel Spaß gemacht. Und ich muss sagen, ja, das hat gute Ansätze. Die Frage ist, wie weit spielt man das? Gibt es hier Quests und so weiter? Also klar, ich muss da vorhin irgendwie den Bruder finden. Aber es hat nicht so gut geklappt. Boah, da war One-Hit, geil. So, jetzt gucken wir mal, ob wir diese Käfer hier auch kriegen. Wenn ich jetzt die von hier attacke. Los, bam.
ausweichen und pam. Oh, 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 oh. Und wow. Nein. Oh shit, er verzieht sich. Er verzieht sich, weil er low ist, oder was? So. Nein! Wir sind beide down! Leute, falls ich mir die Vollversion kaufen soll und wir da mal so richtig reinhauen sollen in einem Stream oder so, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao!